Dann basteln wir uns auch direkt einen schönen Ofen. So. Oh, herrlich. Seht ihr mal, die Bude nimmt doch mal richtig. Ah, ich denke mir schon wieder besoffen Kopf. Die Bude macht doch richtig schon mal richtig Eindruck hier. Ist ja richtig 4-Sterne-Bude geworden hier. Habe ich die ganzen Geräusche schon wieder, da kriegt direkt wieder Panik. Müsst ihr verzeihen hier. Oh, ist das nicht schön. Direkt mal ein bisschen heller. Aber direkt mal ein bisschen hier. Oh, ein bisschen aufräumen hier. Bisschen Licht in die Bude. Klingt wie ein. Ach, egal. Spreche ich es besser nicht aus. Na. Tun wir das doch mal weitermachen jetzt hier. Obwohl, wisst ihr was? No risk und noch weniger Fun. Würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt in die erste Bude rein. Erstmal packen wir uns alles natürlich sehr geordnet. Erstmal jetzt alles hier hin. Und dann werden wir erstmal unsere erste Höhle erkunden. Na, nehmen wir mal besser. Ah, na, ich denke mal, eine Axt werden wir weniger brauchen. Es sei denn, es wachsen auf einmal irgendwo Bäume. Ach komm, lassen wir die auch hier, was soll's. Die Flossen nehmen wir auch mit. Können wir ein paar Leute mit Gegner mit beschmeißen oder sowas. So, das hier ein bisschen anders an und dann geht auch schon ab. Erste Höhlentour. Ich muss doch ein bisschen zugeben, also ich habe Angst. Ich hab wirklich Angst. Oh, wisst ihr was? Nehmen wir da direkt mal den Scheiße, der vor der Tür liegt. Oh. Wie komme ich denn wieder hier runter? Moment mal. Das kicke ich mir mal von der anderen Seite an. Das sieht ja schon sehr faszinierend aus hier schon wieder. Hm. Oh, ich sehe, was zu essen brauchen wir auch ganz dringend. Kann man die essen? Ich glaube nie. Herrgott. Oh. Schaffe ich das? Knappe Sache. Knallen wir uns erstmal ein Hähnchen rein. Mal. Rohes Hühnchen. Egal, Hauptsache was. Gehen wir erstmal auf die Jagd und holen uns erstmal Oliver zu. Weg. Ja, ein kleiner Sadist steckt in mir. Braucht er gar nicht dran nachzufragen. Da ist... Oh. Du tust mir nichts, ne? Nein. Auch nicht, wenn ich dein Jüngchen da hinten gleich verprügelt, tust du mir auch nichts. Oh nein. Aber jetzt gehen wir erstmal Schweine jagen. Kann ich dem Vieh vielleicht vor die Füße... Oh, geh bloß weg von mir. Oh. Na? So, ja damit. Haben wir direkt ein bisschen was zu futtern und da geht's auch schon wieder weiter. Komm her. Dem Vieh bloß nicht in die Augen gucken, hinterher werde ich noch weich. Dann werde ich noch zum Vegetarier hier. Komm. Wo war meine Bude jetzt noch klein? Hat er irgendwo denn? Ja, alles klar. Ah, ich habe nämlich noch eine Tilgung wie eine Bockwurst, da muss man ein bisschen aufpassen. Oh. Oh nö. Ach Gottchen. Ja, egal. Guckt euch das mal an hier. Ist das geil oder ist das geil? Ah, es ist auf jeden Fall geil. Oh nee, so viel zu erkunden und so wenig dahin. Egal, holen wir uns erstmal jetzt genug zu futtern, schmeißen den Ofen an. Aber die Mini-Rugel... Oh Gott, ich muss sterben. So, jetzt erstmal wieder ab in die Bude. Ein bisschen Wolle nehmen wir auch noch mit. Egal, jetzt erstmal zurück in die Bude, mal schmeißen wir uns das Steak mal in die Pfanne. Bisschen Ration machen. Oh, schön. Oh, ein ganz schön Viecherchen laufen hier rum. Oh, ein Hoppelhäschen. Ein Pony, ein Fuchs. Wo ist eigentlich dieses Tigervieh? Ah, ich beobachte dich, Freundchen. Mich kannst du nicht von hinten erwischen. So, ein bisschen lauter ist er jetzt. Ja, jetzt geht's los. Wo hab ich die Bude jetzt schon wieder? Nein. Meine Bude. Oh, ne. Ja, geil. Scheiß auf die Mine, scheiß auf alles. Wir ziehen uns gleich erstmal ordentlich die Bude. Gehst du weg von mir?
gleich erstmal ordentlich die Bude da hinten rein. Aber ich muss natürlich erstmal die Sachen in die Bude bringen, wenn ich sie denn mal wiederfinden würde. Ja, ich weiß, es ist ein ziemlich lauter Hilfeschrei nach einer Minikarte. Aber jetzt noch... Ach, nö, ne? Ja, Mann, wo ist meine Bude? Oh, nö. Oh, nö. Hier ist ja auch wieder so ein komischer Garten, ey. Ich hab doch hier irgendwo eine Bude hier, Mann. Oh, nö. Nö, nö, nö. Mäh, mäh, ja, mäh. Ich bin 50 Meter von meiner Bude weg gegangen und was ist? Verlaufen, verlaufen. Oh. Schlimmer als eine Frau. Nichts gegen euch Frauen, aber ich kann euch nachempfinden. Oh, was ist denn hier los? Wollte ich nicht hier gerade irgendwo hin? Oh nö. Gestellt, ne. Ich habe mich jetzt nicht ernsthaft verlaufen. Ich bin ein paar Meter weggegangen und schon direkt verlaufen. Ich könnte heulen, ich könnte... Oh, nö, nö, nö. Oh, egal, die werden wir schon finden. Zur Not gehen wir der Sonne entgegen und irgendwann... Ist es denn soweit? Elendig verhungern werden wir. Dem Schweinchen hier auch wieder. Oh. Was? Wo? Ach ja, ich bin langsam dabei zu verhungern. Oh, wie so süß. Ja. Was steht da? Ach, egal. Ja, das ist natürlich jetzt Mist. Ich natürlich nicht meine Bude langsam wiederfinde, da komme ich in ganz schöne Bedullien. Ich glaube, ich bin nicht wirklich ausgerüstet für einen Kampf mit den ganzen Kreaturen, gerade nicht mit diesem Mod. Und ich habe ja natürlich auch nichts groß ausgestellt. Also ich habe gelesen von Werwölfen, Ogern und allem möglichen Getier. Rennen wir erstmal zurück und genießen mal ein paar Viecherchen. Ach, liebe Katzen. Was haben wir da denn? Oh, direkt, oh, dich nehme ich mit. Du jagst mir alles weg. Schweinchen, 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 Schweinchen. Ja, sicher. Oh, ich hätte vielleicht doch die Schnauze nicht so weit aufreißen sollen, wa? Bleib bloß weg von mir. Bloß weg von mir, sag ich euch. Fliegendes Pony haben wir auch hier. Gibt's doch nicht. Ja, ich muss mich auf jeden Fall erstmal einbuddeln, also... Oh. Oh, nö. Oh, nö, nö, nö. Aha. Eigentlich will ich ja hier bleiben. Oh, es ist so schön. Und ich kämpfe mich durch den Dschungel. Bleiben wir erstmal hier. Ja, nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich buddel mich jetzt erstmal hier irgendwo hin. Am besten hier direkt. Ja. Na, das ist natürlich... Ja, ja, ich finde also, ich finde meine... Bleibst du bloß weg? Nein! Uff. Das war knapp. Mein Gott. Versteht da jetzt, was ich meine mit Spannung aufbauen? Ich finde, das baut die Spannung ganz gewaltig auf. Oh Gott. Ich komme hier nie wieder lebend raus. Habe ich irgendwas dabei? Ja. Nicht. Oh Gott. Okay.
Egal, egal. Für jede Tür, die tut, für jede Tür, Sprachfehler jetzt auch schon oder was? Für jede Tür, die zugeht, geht eine Tür offen. Ich brauche noch ein bisschen weit. Buddeln wir die Reihe nochmal ab. So. Machen wir uns erstmal einen schicken Ofen. Ofen und ja, bevor wir einen Ofen machen, sollten wir natürlich erstmal. Oh. Ich hab ja gar kein Holz gesammelt, Mann, ich Trottel. Soll ich rausgehen? Soll ich rausgehen? Na, soll ich? Oh. Oh. Vielleicht sollte ich mal so ein bisschen meine Werkzeuge beisammenhalten. Packen wir das mal da hin, da packen wir da hin. Ja, ich kann natürlich auch hier so. Oh je, oh je. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht. Ach jo, was Futter müssen wir auch mal langsam. Ja, aber Zeit für den Ofen. Sonst verhungern wir noch ganz elendig hier. So. Buddeln wir uns erstmal hier rein. Machen wir uns halt eine zweite Bude. Zäh, da war auch schon die alte. Außer, dass natürlich mein schön warmes Bettchen steht. Mit dem schönen Ofen. Der Truhe. Der Tür vor allen Dingen. Ach, egal. Seht ihr, das meine ich mit Orientierung wie eine Dosentomate oder Bockwurst oder was auch immer. Es kann noch nicht sein. 10 Meter laufe ich und 10 Meter, wenn ihr zu viel. Ach, Scheiße. Ja, ich finde, wir sollen doch erstmal noch hier drinnen bleiben. Bevor wir uns hier noch weiter in die Bredouille machen und gleich der Creeper uns hier drin auch noch alles wegjagt. Aber ich brauche Holz. Kann ich dich bekämpfen? Wo ist er? Zieht euch da rein. Zwei Herzen. Oh, riskiere ich's? Ah, fuck, ich bin ein Zocker, ey. Ich bin ein Zocker, ey. Oh, schüttel dir das weg. Hallo? Hallo? Uhu. Bin ich ein Füchschen, wa? Kerle, Kerle. Das machen wir doch jetzt mal. So ein Elektroed. Ja. Natürlich keine Axt. Scheißegal. Klopp ist halbe Erde. Ja. So. Und ganz schnell wieder zurück. So. Was habe ich jetzt hier? Wo ist mein Holz? Ja. So. Na. Das geht doch, wa? So ein Fuchs habt ihr noch nie erlebt, wa? So. Klatschen wir die Necke. Ach, was soll ich denn mit dem Vieh? Wuppi, wuppi, wuppi. Ich mach mir einen Ofen. Schnipp, schnipp. Machen wir erstmal das Loch zu hier. Sieht doch ein bisschen besser aus. So. Was habe ich denn jetzt vorgehabt? Na, natürlich. Was brauche ich? Kohle. Und nochmal raus, wa? Super. Oh, verdammter Mist, ey. Ach, ein bisschen Dirt. Jo. Gut, Jutti. Komme ich halt von der anderen Seite. Na klar. Arme Sessel hier in die Nähe eingeprügelt, in ein Loch gebuddelt. Na, wird aber hell. Na, das könnte unsere Rettung sein. Ah, ist ja gut, ist ja gut.
hole ich mich halt in die Richtung raus. Ich komme hier raus irgendwann und dann mache ich euch fertig. So richtig fertig. Haha. Ich meine doch nicht mehr. So große Töne spucken. Ja. So. Wisst ihr was? Warum bin ich so vorsichtig? Ich bin der Kämpfer Natur. Wir rennen jetzt einfach mal stürmisch da raus und dann versuchen wir einfach diesen dreckigen, ekligen Viecher zu entkommen. Na. Das gewinnt doch gar nicht. Haben die mich jetzt so eingekreist?